Okay. Moin, heute wollen wir euch einmal irgendwas über Schläuche erzählen. Das ist ein D-Schlauch, der ist 5 Meter lang und hat einen Durchmesser von 25 mm. Das hier ist auch ein D-Schlauch, hat denselben Durchmesser, ist aber ein D-Saugschlauch. Den benutzen wir, um Schaum anzusaugen, wenn wir mit Schaum einen Löschangriff starten. Den Schlauch benutzen wir für die Kübelspritze und ist der einzige Schlauch, mit dem wir für die Kinderfeuerwehr üben dürfen. Hier haben wir zwei C-Schläuche, einmal den hier mit 42 mm Durchmesser und einmal den hier mit 53 mm Durchmesser. Dieser hier ist 30 Meter lang und der ist 15 Meter lang. Und C-Schläuche benutzen wir, um zum Beispiel Strahlrohre oder ein Hydroschild im Löschangriff anzuschließen. Hier haben wir B-Schläuche, einmal einen 5 Meter lang und einen 20 Meter lang. Die haben beide einen Durchmesser von 72 mm und die benutzt man hauptsächlich zum Wassertransport. Man kann sie aber auch im Löschangriff benutzen, weil wir dafür auch Strahlrohre haben. Hier haben wir einen A-Saugschlauch, der hat einen Durchmesser von 110 mm und den benutzen wir zur Wasserentnahme beim offenen Gewässer. Hier haben wir noch einmal Schlauchzubehör. Hier haben wir einmal eine Schlauchschelle. Die kann man, wenn in irgendeinem Schlauch mal so ein kleines Loch drin sein sollte, einfach da rumschnallen. Und dann ist das Loch für diesen Zeitraum halt zu. Hier haben wir noch Reduzierstücke. Das gibt es einmal von C zu D, um das Ganze zu reduzieren, wie der Name schon sagt. Dann kuppelt man die C-Seite hier an und die D-Seite auf der anderen Seite und hat die beiden Schläuche verbunden. Hier haben wir auch ein Reduzierstück von B zu C. Dann schließt man die B-Seite beim B-Schlauch an und die hier. Und so reduziert man dann das Ganze von B auf C. Hier haben wir einen Tragekorb. Da sind drei C-Schläuche gelegt drin und nicht gerollt, wie sie normalerweise sind. Die haben einen Durchmesser von 53 mm und die kann man einfach ankuppeln und dann damit loslaufen. Dann muss man die nicht alle einzeln ausrollen. Das war das Thema Schläuche und bis zum nächsten Mal.